Hallo und herzlich willkommen zurück nochmal in Elex 2. Irgendwie ist mein Twitch-Studio ein bisschen abgeschmiert und hat mir gezeigt, dass es kein Bild mehr anzeigt, aufnimmt, was zwar nicht stimmte, habe ich gerade gemerkt, aber hey, 15 Minuten habe ich jetzt wieder gelöscht, was soll's. Dann, da wo wir gestern Abend oder heute Morgen besser gesagt aufgehört haben, und in den 15 Minuten haben wir die Quest für Nesty gemacht. Dann machen wir das einfach nochmal. So what? Hey, hör mal. Ich denke, es ist wieder soweit. Wen werden wir denn jetzt wieder verärgern? Willst du dich nicht mal mit Kaya unterhalten? Immerhin ist sie ebenfalls ein Oberhaupt ihrer Gilde. Nee, die Berserker nehme ich mir ein anderes Mal vor. Wir gehen zuerst zu den Alps. Ich will mit Alexitor Ekrom sprechen. Und du wirst mich begleiten. Kannst du das nicht alleine machen? Willst du etwa riskieren, dass ich die Alps gegen dich aufhetze? Das Ergebnis bei den anderen Oberhäuptern war bisher auch nicht viel besser. Komm, hör auf zu labern und bring mich zu Ekrom. Soviel ich weiß, ist er vornehmlich allein in den Ruinen von Ignadon unterwegs. Das klingt nicht besonders präzise. Egal, wir werden ihn schon finden. Ups. Komm mit. Du brauchst nicht noch einen Begleiter. Doch, brauche ich. Ey, ich rauswerfen. So. Mitkommen. Klar doch. Immerhin hatten die Kleriker dir damals ihre Truppen anvertraut im Krieg gegen die Alps. Damals ist damals. Heute sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Keine Ahnung, wie sie heute ticken. Sind die Kerle in Ignadon auch so wie damals im Eispalast? Die Alps haben viele Federn lassen müssen nach ihrem Krieg gegen die freien Menschen. Sie haben eine Menge dazugelernt. Ja, angepasst haben die sich. Ein bisschen jedenfalls. Augenscheinlich, aber auf den zweiten Blick sind sie doch noch ziemlich die Alten. Du willst mir hoffentlich nicht weismachen, dir gefällt es hier. Besonders. Stört dich was? Nein. Abgesehen davon, dass ich mir den Arsch abfriere, könnte ich glatt hier einziehen. Bewegung hilft. Fresse halten auch. Diese Nasty, was stimmt nicht mit ihr? Glaubst du denn an diesen Gott der Morkons? Ist es wichtig, woran ich glaube? Die Morkons packen an und bringen die Dinge voran. Das ist alles, was zählt. Alles, was ich von ihnen erwarte. Was packen die denn bitte an, die Morkons? Ganz übles Volk, wenn du mich fragst. Das ist doch Humbug. Hallo. So. Dein. Oh nein, 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 das war zu viel. Ups. Ahem. Glaubst du denn an diesen Gott der Morkons? Ist es wichtig, woran ich glaube? Ach, komm schon. Die Morkons packen an und bringen die Dinge vor. Das ist alles, was zählt. Alles, was ich von ihnen erwarte. Wo bist du hin? Alles, was du von ihnen erwartest, also. Naja, ich weiß ja nicht, was ich von den Morkons halten soll. Das war zu früh gezündet, aber ich hab's überlebt. Oh, was haben wir denn hier? Ein Frostpilz, interessant, noch gar nicht gesehen.
Wenn die Alps so schlau sind, warum hauen sie dann nicht ab? Sie sitzen auf einem Pulverfass in Ignadon. Nicht alle Alps sind dazu bereit. Sie wollen ihr neu erobertes Territorium nicht einfach wieder aufgeben. Ist ja auch schön hier. Und Schnee hat auch was. Gut, ist kalt, aber... Die haben ja Technik. Bin schon da. So. Nochmal ein Pilz. Oh. Lava ist immer noch heiß. Ich verstehe. Oh ja, die beiden. Ich erinnere mich. Nesti, hilfst du mir? Sehr gut. Huch. Ist der vom Strom jetzt gestorben? Los, rauf da! Schwert in Arsch mögen die gar nicht. Nicht mehr die Nummer 1 der Alps zu sein. Ich musste schmerzlich feststellen, dass ich nie wirklich Herr der Lage am Hofe des Eispalastes war. Seitdem hat sich daran wenig geändert. Das muss ja nicht so bleiben. Das muss es nicht und vielleicht wird es das auch nicht. Ich spiele ja schon mit dem Gedanken, den Alps wieder beizutreten. Zusammen schaffen wir das. Bewegst du dich auch noch? Coole Eisstacheln auf dem Rücken, aber das muss doch wehtun. Tut es vielleicht sogar. Was für eine Frechheit. Gibt er mir noch eine mit? Kurz vorm Tod. Wo ist dieser Ekron? Eiswolf. Hallo, komm her. Los, rauf da. Da will jemand Ärger. Und noch einer. Autsch. Hallo? Na komm. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Teller, wie immer. Mana-Trank. Geflügel.
Verhungern werden wir hier in der Wildnis wirklich nicht. Zusammen schaffen wir das. Ist der tot? Oh ja, der eine ist tot. Und der andere ist auch tot. Oder ist noch was drin? Gute alte Ventilator. Und eine Thermosflasche. Hier sehr wichtig für heiße Getränke. Hat schon irgendwie was. Schnee mit Nebel. Und der kalte Stahl. Eine Kristallratte. Ist auch nicht viel besser als eine ganz normale Ratte. Hm? Ist der zurück in seinem Palast? Das war knapp. Aber alles perfekt ausgedacht. Oh, nein, nein. Das war nicht perfekt. Ich wollte doch auf der Burgmauer landen. Hi. Ein weiterer Teilnehmer im großen Spiel der Mächte von Magalan. Wie ich sehe, hat dich dein Weg wieder in eisige Gefilde zurückgeführt. Und das nach so langer Zeit. Ka'ekrom, wenn ich mich nicht täusche. Du kennst noch meinen Namen. Das ist sehr interessant, wo wir doch so selten das Vergnügen hatten. Wenn ich mich recht erinnere, warst du damals Kundschafter im Dienste des Eispalastes und viel unterwegs. Eine alte Tätigkeit, die ich nie ganz abgelegt habe, auch wenn sich meine Aufgabenfelder einige Dinge erweitert haben. Bescheiden? Es heißt, du seist der erste Lexitor, also der oberste geistige Anführer der Alps. Für dich nur Ekrom, Jax, Bestie von Xakor. Du hast recht. Titel sind Schall und Rauch, egal wie hart man sie sich erarbeitet hat. Und doch wanderst du wieder auf den Pfaden deines alten Volkes. Und das sicher nicht ohne Grund. Ich nehme an, du bist hier wegen der Fremden, die unseren Planeten heimsuchen. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die ich erledigen muss. Nun, das ist hochinteressant. Was kann ich tun, um dich bei deinen Aufgaben zu unterstützen? Titel sind tatsächlich nur Schall und Rauch. Auch in unserem Leben. Sehr oft jedenfalls. Gutes Ort für mich einlegen. Ja, könnte man machen. So, Was gedenkst du gegen die Invasion der Fremden zu unternehmen? Augenscheinlich sind wir Alps momentan in der schlechtesten strategischen Position aller Völker von Magalan. Und wie es gerade aussieht, sind wir auch nicht so gut ausgerüstet wie sie. Was uns Alps zur ersten Zielscheibe für die Fremden macht. Es gilt also, wachsam zu bleiben und alle Bewegungen der Fremden genau zu beobachten. Auch einer der Gründe, warum ich nicht häufig im Depot aufzufinden bin. Das stimmt. Wachsamkeit?
Das ist alles, womit du aufwarten kannst? Ich hätte dir einen ausgefeilteren Plan zugetraut. Keine Sorge, den habe ich auch. Nur werde ich ihn dir nicht mitteilen. Du hast dich für das Volk der Alps nicht nur einmal als problematisch herausgestellt. Mach dich verdient für unser Volk, auf welche Art du das auch bewerkstelligen magst. Wer weiß, vielleicht kommt der Tag, an dem ich meine Kenntnisse und Pläne mit dir teile. Bis dahin allerdings. Bis dahin was? Ja, wird das nicht tun, natürlich. Du könntest bei den Alps ein gutes Wort für mich einlegen. Nun, das könnte ich tun. Allerdings sind es deine eigenen Entscheidungen gewesen, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt stehst. Wenn du unser Volk von dir und deiner Sache, wie auch immer diese aussehen mag, überzeugen kannst, dann hast du es dir verdient. Andernfalls... Schon klar. Ich kann dir nur den väterlichen Rat geben, konsequent zu sein. Der Wankelmütige ist niemals so effektiv und vorbildlich wie der standhafte Soldat mit einem klaren Ziel vor Augen. Wenn das nur so einfach wäre. Die meisten Entscheidungen sind eben nicht nur richtig und falsch. Du bist das Oberhaupt der Alps. Hast du keine Bedenken, ganz ohne Schutz außerhalb des Depots herumzulaufen? Ich bin Elexitor der Alps. Wenn ich es nicht einmal schaffe, gegen die Gefahren Ignadons zu bestehen, wie soll ich dann ein Volk führen können? Eine Sache noch. Nasty. Ja, das, Tja, mal schauen. Eine Sache noch. Also, das hier ist Nasty. Sie ist, Wie ich sehe, ist sie eine Vertreterin der Morkons, richtig? Und wie ich sehe, bist du eine dieser Kalkleisten, die sich für was Besseres hält und... Oh, Mann. Fertig. Okay. Ey, pass auf, irgendwas stimmt hier nicht. Das wusste ich ja gar nicht. Was für eine Überraschung. Aber sie hat diese Angewohnheit leider. Nichts. Die Alpmaschinen waren auch schon mal stärker. Nein. Du sprichst mir doch bestimmt eh gleich an. Oh, da kamen wir gut durch. Das waren schon gar nicht so wenige. Aber die Alps haben wohl genug Maschinen. So wie die Kleriker auch. Wenn sie die einfach auf uns drauf schicken, hetzen. Die wissen ja, was passiert. Jetzt Nasty, was soll das? Ach, komm. Lass es einfach, okay? Ich will es nicht hören. Ich verstehe dich nicht. Warum machst du das? Hat dich jemand aus der Grotte rekrutiert, die Oberhäupte anderer Gilden zu testen? Natürlich nicht. Die wissen überhaupt nichts davon. Ich verfolge meinen eigenen Plan. Ach so. Aber was beabsichtigst du dann mit diesem Unsinn? Dass du die Beziehungen der Gilden untereinander verbessern willst, kaufe ich dir nicht mehr ab. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Dein Job ist es, dass du mir diese Audienzen ermöglichst. Der Rest ist meine Sache. Okay.
Von mir aus, wenn es dich glücklich macht. Ich werde lediglich noch einen letzten Versuch starten. Und zwar bei den Berserkern in Tavar. Dazu brauche ich allerdings noch eine Weile. Wenn ich bereit bin, werde ich es dir sagen. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du mich unterstützen willst oder eben nicht. Na, großartig. So, und jetzt lass uns weitermachen. Ich brauche noch mehr Kampftraining. Na, ich habe das Gefühl, ihr geht's wie immer einfach nur darum, einen unüberwindbaren Kampf zu haben und andere zu beleidigen. Hauptsache, sie macht, was sonst keiner eigentlich machen würde oder sich trauen würde. Das mit den Klerikern war aber echt mies. Okay, sind wir wieder hier. Gut. Wo habe ich denn einen Lehrer für Chemie? Schlösser. Büchsenmacher. Nö. Jäger. Ach so. Er vermutlich kann... Kann Dawkins selbst uns ein bisschen Chemie beibringen? Mal schauen. Das Fliegen muss ich noch üben. Hey! Nein! Ein weiterer Auftrag des Dukes, komm mit! Nein. Heute einfach mal nein. Denk immer daran, es ist deine Willensstärke, die uns alle retten kann. Also bewahr sie dir und bleib standhaft. Immer. Okay, ich kann nichts von dir lernen. Hier gab's doch... Ah, hier gibt's noch Stuff zum Einsammeln, natürlich. Hier ist wirklich kein Stein auf dem anderen geblieben. Früher haben wir unsere Hütten aus Schrott zusammengezimmert. Die hatten wenigstens Charakter. Und waren Kacke. Auf den Charakter, wenn mir dafür das Dach nicht auf den Kopf fällt. Puh, die Jahre haben dich wirklich weich gemacht. Ich war immer schon so nasty. Du bist bloß noch ein bisschen zerstörter als sonst. So. Also im ersten Teil fand ich es ja teilweise schon noch cool, aber bisher ist sie einfach nur nervig. Wo? Da drin? Hier konnte man ja gar nicht rein. Verdammt, wo war denn diese? Was ist diese blöde Truhe? Alles übersehen habe. Okay, Schrott ist aber auch echt schnell, leicht zu übersehen. Diese Truhe, die muss doch... Ist die da oben? Oder war ich doch gerade? Hä? Okay, gut. Dann war ich hier wohl nicht. Hacken? Nice. Okay. Größer, 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 größer. Alles klar. Zwei. Du, da. Ha!
2 richtig auf Anhieb. Nicht schlecht. Dann. Und 6. Geht doch. Was habe ich nur für ein Glück? Du kommst weg. Hey, du hast doch direkt Boden unter deinen Füßen. Schrei doch nicht wie am Spieß. Den Berserkern werde ich mich wohl kaum anschließen. Du benimmst dich hier, ja? Ich hack das hier nur, ne? Ist gar kein Problem. Hier wird nicht rumgeschlichen. Ich will ja gar nicht rumschleichen. Willst du etwas? Ja, ich will das. Aufmachen kann man es ja, auch wenn man gesehen wird. Soll ich mich so von hinten her anschleichen? Du benimmst dich hier, ja? Schlechter Zeitpunkt. Stell hier ja nichts an. Ach. Suchst du etwas? Halla. Bist du echt ein netter Mensch vielleicht, aber... Muss doch mal den anderen Leuten ein bisschen... Rücksicht geben. Ich meine das ja auch nicht böse, hier klauen zu wollen. So bin ich nun mal. Alchemistin? Willkommen. Suchst du was Bestimmtes? Und? Läuft das Geschäft gut? Ich kann mich nicht beschweren. So anstrengend Tilas auch sein kann, seine Tränke sind die besten in Magalan. Die Nachfrage bricht nicht ab. Du bist bestimmt auch hier, um ein paar von ihnen zu kaufen, oder? Eigentlich will ich eher lernen, wie ich Tränke mache. Ach, das Haus sieht gut aus. Hier wohnt doch unser Lieblings-Tilas drin, genau. Bring mir etwas bei. Nun, welches Fachgebiet darf es sein? Kimmy, der Herr. Kimmy. Tränke. Tränke ist okay. Das ist nicht schlecht. Das ist das allerdings Wichtige. Du kannst Bärstrachtränke, du kannst die kompliziertesten Tränke herstellen. Ja, sind wir zu dumm für, aber das war eigentlich klar. Was haben wir? Guter Esser. Das ist auch nicht verkehrt. Ja, das finde ich schon mal ziemlich gut. Damit sollten doch, ja genau, also sollte man doch schon 25% mehr Leben auch kriegen. Boom. Am Fleisch merkt man es direkt schon. Es geht auch schneller, habe ich das Gefühl. Ja, schön. Kann ich auch... Hast du eine Werkbank bei dir drin? Du musst ja eigentlich eine hier haben. Na, dankeschön. Was haben wir denn hier? Dauerhaft die Geschicklichkeit. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Zu schlecht für. Ja. So einen großen und den mittleren. Brauche ich auch 3. Was ist denn das? Okay, und was hier? Da brauche ich genau den. Darauf möchte ich mich spezialisieren vorerst. 27, das ist ein Anfang. Brauche ich mehr rote Blüten für. Okay. Okay. Okay, für den brauche ich 2. Und dafür brauche ich... Also gibt
Gibt's keinen Trank, um aus kleinen Elixtränken großen zu machen? Gab's doch früher. Ja, die sehen mich hier alle. Eigentlich müsste ich ja auch mal einen kleinen Raubzug machen. Der hat so viel cooles Zeugs hier drin. Den haben wir schon, den Leitfaden zum Schürfen. Also dann. Mehr brauchte ich hier nicht. Hauptmission. Da kannst du aber unterhalten. Gegen. Okay, ja, okay. Morkons, genau, muss ich mit denen reden. Gefahr. Genau, okay, das müsste schnell gehen. Maschinen außer Kontrolle. Oh ja. Ich muss meinen Kollegen in hier helfen. Und ja, du hilfst jetzt den Klerikern als Wiedergutmachung. Irgendwie musst du es hier tun. Maschinen außer Kontrolle. Komm her. Das lief ja schon mal gut. Achso, dann doch richtig. Komm, greif mich an. Ach, verdammt. Warum blockt er denn ab und zu nicht? Also, ich versuche zu parieren. Okay, trink mal einen Trank. Oh, der bringt schon mehr als vorher. Na, endlich. Oh, bin ja fast tot. Ernst? Ich habe hier doch schon genug zu tun. Trau dich, komm schon, schlag mich nochmal. Thank you.
Nein! Bringt doch nicht so lange. Okay, erste Teil ist erledigt. Zerstört. Immerhin eine ganze Menge Loot dabei. In der Erde. Mit diesen Maschinen der Kleriker stimmt etwas nicht. Ich muss mich unbedingt mit Crony U4 beraten. Er hat einen besseren Draht zu diesen Dingern als ich. Ja, das mag schon sein. So, Nasty. Du hast deine Arbeit gut verrichtet. Dann darfst du auch weiterhin in der Gruppe bleiben. Noch welche? Ja. Hat sie noch mal Glück gehabt, die Nasty. Die kann aber auch echt nervig sein. Puh. So, schon wieder ein Kampf hier. Ich würde sagen, dann gehe ich trotzdem mal. Das Gebäude ist es. Oh, Scheiße. Hi, das war geplant. Okay, und... Beim Geradeausfliegen verbraucht das Ding halt echt viel Treibstoff. Hey, Hagen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, ich habe euch gerade gerettet, okay? Könnt ihr mir bitte irgendwas sagen? Entferne diese Person aus meinem Blickfeld. Vorher rede ich kein Wort mit dir. Nasty, verpiss dich. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Gut. Die war nur hier, um... Wiedergutmachung zu leisten, das musst du nicht verstehen, Reinhold. Erweise mir Respekt. Und du sollst den meinen bekommen. Ja, ich hab euch gerade gerettet.
Ihr könnt ja schon mal ein bisschen was sagen zu... Gut, dann sagt halt nichts. Mir auch egal. Ich alles schon durch. Hier mal noch ein paar Kampfgeräte. Bastion, du bist hier. Vielleicht nehme ich immer wieder Kaya mit. Ich glaube, Kaya hatte doch sogar noch eine Mission für uns. Wenn ich sie finde, wo ist Kaya? Ah, da. Hey Kaya. Der Krieg gegen die Fremden scheint unvermeidbar. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir bei den Vorbereitungen nicht ins Hintertreffen geraten. Mitkommen. Na gut. Commander, eine neue Ortung von Kontrollknotenchips. Dieses Mal in Tavar. Hört sich gut an. Wir haben ja noch ein paar offene Fragen. Was genau bezwecken die Eindringlinge mit ihren Chips? Sind es wirklich nur Wanzen, die uns Menschen abhören sollen, oder steckt noch mehr dahinter? Abreise möglich, sobald der Commander den Befehl erteilt. Du bist eine Maschine. Was könnte dich dazu veranlassen, einmal nicht abreisefertig zu sein? Wenn du deine Zahnbürste vergisst? Die Säuberung meiner primären Systeme wird beim Wartungsprozess im Depot durchgeführt. Ich weiß, Kleiner, du bist eine reinliche Maschine. Analysiere. Mit den Robots, ja. Ich brauche deine Hilfe mit ein paar durchgeknallten Robots. Analyse. Funksprüche maschineller Einheiten der Kleriker zeigen starke Anomalien auf. Okay. Ja, richtig. Du hast die Fehlfunktionen also auch schon analysiert. Was ist da los? Unzureichende Informationen. Benötige Datenaustausch mit Zentralrechner der Kleriker. Du meinst dieses Ding, diesen Bordcomputer der alten Welt. Kalan. Positiv. Eine direkte Verbindung mit Kalan erforderlich. Was kriegen wir hin? Kadora. Isolda. Bitte wiederholen. Mein Kopf. Na schön, dann muss ich dich wohl irgendwie mit dem Allerheiligsten der Kleriker verkuppeln. Positiv. Positiv. Ich bin gespannt, was dieser antike Kasten der alten Welt noch ausspuckt. Ich werde dich zu ihm bringen. Krieg deine Freundin. Der Kleine. Aber einen Augenblick zuerst. Hi Dex. Was geht so? Eine Frage noch, Vater. Ja? Wie siehst du eigentlich meine Zukunft? Du wirst einmal ein kräftiger junger Mann, der mitten im Leben steht und mit seinem festen Willen die Dinge in Bewegung bringt. Das hört sich gut an. Doch will ich ein warmherziger und rechtschaffener Mann sein. Sehr gut. Was liegt in deiner Hand? Das Wohl der Menschheit liegt mir nämlich am Herzen, weißt du? Ich weiß, mein Sohn. Ich weiß. Deswegen tun wir das alles, Dex. Später, ja? Denke über meine Worte nach, junger Mann. Kaya! Eine Sache noch. Momentan machst du mir Angst, weißt du das? Ja, ich weiß. Ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Ja, ich wünschte, ich würde mir keine Angst machen. Jagd in Tabar? Wenn sie das Land bedrohen, meinetwegen. Okay, dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Da, ich kann sie förmlich riechen. Der Verwesungsgestank ist unverkennbar. Oh ja. Mischen wir sie auf. Geh du vor, ich werde dir folgen. Okay. Hey, hey, hey!
Gut gemacht, Kaya. Zeig's denen, Herr Schon. Ey. Mein Kopf. Au. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Die passieren bereits. Du sprichst immer häufiger in irgendwelchen komischen Sprachen, die niemand versteht. Was ist das? Eine Waffe? War hier so ein Fliegerding? Was wurden wir angegriffen? Vorsicht! Alles okay bei dir? Ich hatte schon wieder vergessen, wie wenig ich für diese bemitleidenswerten Mutanten übrig habe. Diejenigen, die vor dem Hallo, Sven. Moinsen. Gut so. Auch wenn sie dem Vor nicht wirklich gefährlich werden konnten, ist das besser so, wie es jetzt ist. Es heißt, einige Elexitoren können Mutanten kontrollieren. Das macht sie ja so gefährlich, weil du nie sicher sein kannst, ob nicht ein wacher Geist dahinter steckt, der dir ans Leder will. Also sind die Elexitoren dafür verantwortlich? Nein. Diese Mutanten waren harmlos und nur auf der Suche nach Elex. Für Kreaturen dieser Art ein völlig normales Verhalten. Wenn sie jemand tatsächlich kontrolliert hat, dann wird sich dieser jemand jetzt darüber ärgern, dass er seine Herde zu nah an bewohnte Gebiete geführt hat. Er hätte damit rechnen müssen, dass sich das Vor bedroht fühlt und die Mutanten aus dem Weg räumt. Okay, das ist beruhigend. Soweit man es bei diesen Dingern überhaupt sein kann. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich melde mich bei dir, sobald ich eine neue Aufgabe habe. Entschuldige, es sei denn, du hast etwas anderes zu tun. Sag mir einfach beim nächsten Mal wieder, worum es genau geht, und ich sage dir, ob ich wieder dabei bin. Klingt nach einem Plan. So, ja, halbe Stunde später, das kann ja mal passieren. Ich habe jetzt mittlerweile noch einen zweiten Kontrollbildschirm, wo ich die Nachrichten ein bisschen früher sehe. Aber, versuche mich zu bessern. Geht's dir gut? Na klar, danke. Alles gut. Okay. Dich habe ich noch nicht gelootet. Wer warst du? Stopp. Ach, der hier. Okay. Wo sind wir denn hier? Hier. Ja. Oh, kann man. Nein. Sehe ich auf der Karte. Hey, Pestratte. Wo ist die Truhe? Hallo, Schrott. Hier oben drauf? Ne, bestimmt nicht. Aha, ich... Ratte. Nein, dich sammle ich nicht ein. Da ist die Truhe. Schlechter freigeschaltet. Okay. Ecken. Nice. Kleiner, größer, kleiner, größer. Okay. 1, 8, 2, 9. Alles falsch. Okay. Was ist denn die 2 hier? Eine 7 da, die 1 hier und die 3 da. Fast. So. Geht doch. Gut, dann kann das auch von der Karte weg. Dann gehen wir doch mal dahin.
ist das jetzt das Häuschen von Astrid mal wieder? Ja, ich glaube schon. Kann ich endlich meine Felle verkaufen, die ich jetzt auf Ewigkeiten gehortet habe. Wegen der Tierhäute. Dann zeig mal, was du mitgebracht hast. Schweresleder. Sehr schön. Bitte sehr. Schweresleder. Sehr schön. Bitte sehr. Da fehlt noch. Hier, für dich. Hier, für dich. Hier, für dich. Hier, für dich. Ja, ich habe ein bisschen was angesammelt. Für dich. Hier, für dich. Hier, für dich. Kann ich kein 50er-Pack hier, abgeben? Für dich. Hier, für dich. Also hier, bitteschön. Für dich. Wie viele Fälle habe ich denn? Okay, ich glaube, das war's. Danke. 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 Komm. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Nice. Obwohl, kann dem. Ich hab doch wieder einen Punkt eigentlich. Sicher. Was willst du wissen? Einsame Wolf, nein. Sechster Sinn, nein. Oh ja, Bogenschießen. Oh ja, das auf jeden Fall. Das ist nicht verkehrt. Das könnte spannend werden, tatsächlich. Weil die Energiewaffen machen ja deutlich weniger Schaden aktuell. Schaden mit... Ja, okay, gut. Das ist noch wichtiger. Okay, das kann ich auch schon, alles klar. Das finde ich nicht so wichtig gerade. Aber... Na, egal. Tiertrophäen hätte ich gerne auf Level 2. Was liegt denn hier rum? Wo? Klar, Zigaretten und Kaugummi. Standard-Kombo. Wer erkennt es nicht? So. Genau. Ich wollte zu... Genau zu dir hier, Crony. Lassen wir das. Bring uns zu deiner Ortungsstelle dieser Chips. Abreiseprotokoll läuft. Brup, 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 brup. Hetzer direkt vor uns. In Ordnung. Dann lass uns sie mal aufmischen. Hier wollte ich eh noch hin. Ich folge. Ich sehe nämlich da unten an dieser Station, die früher noch da war und jetzt alles ins Wasser gefallen ist. Also weggespült worden ist. Ein Großteil davon. Ah, mein Kopf. Ey, Kurator, Hetzer, Kurator. Nein! Hör auf! Es ist so, als würde eine innere Stimme mir sagen, was ich tun soll. Ich darf nicht darauf hören. Oh ja, komm doch zu uns. Natürlich, jetzt kommen sie alle. Hey! Bleib ruhig liegen! Sie haben Kuratoren in ihren Reihen. Der nächsthöhere Rang bei den Fremden. Das wussten wir schon. Mal los. Nichts Neues für uns. Einfacher machen die es aber auch nicht. Ihre Rüstung sieht aus wie Nanostudes und es sind auch im Grunde welche. Die können sich so ein bisschen teleportieren.
Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Streitkraft des feindlichen Spähtrupps erheblich größer als bisher. In der Tat. Dann müssen wir vorsichtig sein. Die sind doch alle schon tot. Und wer bist du? Commander. Alles im grünen Bereich? Wie sieht's aus? Haben Sie die alten Rechner hier auch manipuliert? Zahlreiche Kontrollknotenchips in den umliegenden Maschinen geortet und eliminiert. Die Fremden scheinen außerdem einige Bausteine dieser Rechner entwendet zu haben. Wie jetzt? Die Eindringlinge sammeln alten Elektroschrott? Vermutung. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie die alte Technologie reaktivieren wollen. Ach komm. Du glaubst also, dass dieses hochentwickelte Volk alte, ausrangierte Leiterplatinen und Transistoren klaut? Wofür? Viele dieser Elemente sind zwar alt, jedoch lassen sie sich bei einer erfolgreichen Reaktivierung in operativen Einheiten zur Berechnung größerer Aufgaben einsetzen. Du meinst, sie brauchen diese alten, schrottigen CPUs hier für ihre Berechnungen? Vielleicht auch nur die Rohstoffe, um daraus neue Einheiten zu bauen. Kommt auf die Aufgabe an, die sie zu lösen haben. Höhere Rechenleistung, schnellere Ergebnisse. Macht Sinn. Das klingt eher nach Verzweiflung als nach einer gut geplanten Invasion. Es ist nur eine These, Commander. Um diese zu untermauern, sollten wir noch mehr Informationen sammeln. Gut, dann gib mir Bescheid, sobald du wieder eine Ordnung hast. Positiv. Hallo. Ich kann dich leider nicht kaputt machen. Die sehen so aus, als ob man da irgendwas... die sprengen könnte oder so. Aber mehr als das Blut rauskommt, passiert nichts. Heldenruf. Kann die was? Nein. Ein Tresor. Ich bin nicht gut genug. Na toll. Blub und blub. Oh ja, schlaf mal wieder eine Runde. Auf so einem schönen Betonboden. Ist bestimmt angenehm. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Das ist schon korrekt, aber wir haben ein Jetpack. Mein Bestreben, die Menschheit einen zu wollen, wurde über die Jahre ziemlich strapaziert. So behielt ich zu keiner der Fraktionen je ein dauerhaftes Verhältnis. Wer weiß, wie es diesmal sein wird. Ja, es ist schon... hat sich schon wieder ein bisschen, bisschen verbessert. Bisschen. Ja, bleibst du wohl hier drin? Gibt's ja auch noch lebende Banditen? Die sind ja alle tot. Nice. Diesmal nicht so schlecht. Okay, kleiner, größer, kleiner, kleiner. Okay. Vielleicht ist die, muss die Einzel da hinten sein. 3, 6, 1. Okay. Geht doch. Ah, mein Kopf. Autsch. Ich muss mich konzentrieren. Ich hab das Gefühl, dass ich in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, ich hab das Gefühl, die Kopfschmerzen kommen häufiger. Hat es nicht alles mal miteinander verbunden? Sieht so runtergekommen aus, alles. Es war damals schon alt und brüchig, aber da steht ja bloß noch die Hälfte. Und unten, da wo diese Landmasse ist, war eine richtige Basis. Alles weg.
Commander, eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips der Skyans. Das ging aber schnell. Sehr gut, ich habe schon darauf gewartet. Wo sind Sie diesmal? In Ignadon. Natürlich. Ich frage mich immer noch, was ist an der Technologie der alten Welt so interessant für diese hochentwickelte Spezies? Natürlich habe ich den ersten Teil gespielt. Vielleicht ein weiterer Scan. Bei dir klingt das immer so einfach. Der war ziemlich geil. Einfachheit. Fehlende Informationen bedeuten, wir können die Frage nicht beantworten. Eine umfassende Analyse bringt Informationen und die Wahrscheinlichkeit steigt, die Frage möglicherweise beantworten zu können. Sag ich ja. Also, die Karte übrigens ist, okay, komisch. Also, die Karte ist leicht eine andere. Also, es ist schon grundsätzlich das gleiche Gebiet, nur ein bisschen verschoben. Also, man hat nicht komplett das gleiche Gebiet wie im ersten Teil, aber Teile davon, halt, so ein gewisser Teil ist weggefallen, andere Teile kamen hinzu, so ein bisschen weiter nach rechts oben gerückt, die ganze Karte. Und halt 7 Jahre später, und das merkst du dann halt auch. Aber komisch, dass der erste nicht läuft. Kommst mal vorbei. Hier läuft's. Ist auch schon ein bisschen, also wenn du irgendwelche anderen von den, Piranha-Bytes spielen kennst, die sind ja immer so ein bisschen anders. Muss man sich schon darauf einlassen, dass die Steuerung und alles ein bisschen hakelig wird. Das schaffe ich nicht. Out of memory. Okay. So wie ich dich kenne, hast du eben 32 Gig RAM. Oder 64. Hier drin war doch ganz viel radioaktiver Stuff. Jetzt nicht mehr. Und ein Maschinenteil, das essentiell war. Okay. Ich habe in dem Ding gerade nur 32, aber es reicht bisher noch ganz gut. Hier waren früher auch Banditen. Gehen wir doch erstmal runter. Oder haben sie alles zugemacht hier? Cool, dass man überhaupt noch vorbeigehen kann und so ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Aber schade, dass eigentlich keine Orte von früher mehr so richtig da sind wie früher. Goliath zum Beispiel ist halt nicht mal mehr auf der Karte. Das kannst du gar nicht mehr besuchen. Da hat man ja auch eine Menge Zeit verbracht. Warum laufe ich hier runter überhaupt? Da unten ist doch bestimmt eh nichts. Aber. Von wegen, da ist nichts. Da ist mal gar nichts. Nein, bleib da stehen. Puh, okay. Gut, dann gehe ich wieder hoch. Das Gefühl, dass da unten jetzt sonderlich viel. Obwohl, da ist ein Zelt. Ach komm, was soll's. Scheiße. Und ein fetter Vogel. Der Jetpack ist leer. Jetzt merke ich das erst.
Pflanze geortet. Pflanze muss mit Honig erhalten. Also das mit dem Jetpack rumfliegen macht schon echt eine Menge Spaß. Dauert eine Weile, um so viel Treibstoff zu finden. Also ist echt nicht so, als ob man damit zu Anfang richtig loslegen kann, aber... Oh wow, das ist, hat sich sehr viel Mühe gegeben. Ich würde sagen, es ist ein Auto. Oder LKW? Ist das hier vorne oder das vorne? Man weiß es nicht. Und nächstes Mal bitte mehr ausmalen. Da geht noch mehr. Das ist natürlich alles noch da, trotz des ganzen Wassers. Gut, die Frage ist, wie viel damals da war. So. Der Vollständigkeit halber. Laufen wir das auch nochmal ab. Ja, was? Richtig schönes braunes Wasser, so muss das sein. Huch. Das Ding ist leer. Hoher Natriumchloridanteil im Wasser entdeckt. Destillation vor Verzehr notwendig. Gut. Was soll denn schon passieren, wenn man ein bisschen mehr Wasser trinkt? Die Zellmembranen des menschlichen Magens können eine solch hohe Konzentration an Natriumchlorid nicht aushalten. Der Eigenwasseranteil der Zellen diffundiert und lässt somit die Zelle austrocknen. Der Tod wäre die Folge. Soll das heißen, ich würde innerlich vertrocknen, wenn ich das trinke? Positiv. Oh, dann lassen wir das wohl. Ja. Hast du gut erkannt, solltest du das vielleicht nicht tun. Diese Rüstung ist übrigens super hässlich, finde ich. Also alles das, was sie vorher trug, war viel schöner, aber die hat die höchsten Stats, die ich bisher gefunden habe, ohne eine Gruppe beizutreten. Das Schwert allerdings finde ich ziemlich cool. Kretter. Oh ja, der braucht mehr als einen Schlag da hinten. Obwohl, wenn du den von hinten gut machst, reicht doch ein Schlag. Deswegen hilft es auch, einen Kollegen dabei zu haben, der den Feind ablenkt. So ein Schwert in Rücken oder Arsch vertragen die Feinde irgendwie nicht so gut. Ich weiß gar nicht warum. Outlaw, tot. Oh, rostiger Schlüssel. Na, danke. Gut. Dann kann ich ja hier direkt wieder hoch. Hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Ich will schon einer Gruppe beitreten, aber irgendwie bin ich halt bisher einfach durch die Gegend geirrt und wusste noch nicht so genau, welcher ich beitreten will. Es gibt ja die
Aktuell die Morkons, Berserker und Alps, die man sich, glaube ich, zu Anfang anschließen kann. Die Kleriker gibt's auch. Aber den kann man sich noch nicht von Anfang an anschließen. Gibt's noch eine? Fällt mir gerade nichts ein. Gut, die Outlaws gibt's noch, aber die sind keine Option. Weil ich meine, hey. Gut, die Morkons sind auch keine Option. Den Klerikern würde ich gerne angehören. Ich finde es halt deren Religion kacke, aber die habe ich ja im Grunde im letzten Teil aufgelöst. Und das ist auch hier übernommen, also das ist auch irgendwie so ein Thema. Kalan, was ja deren großer Gott war, hat sich... Das ist ein Spoiler letztendlich, also nicht zuhören, wenn ihr den ersten Teil nicht gespielt habt. Oder schreib mal, ob du das hören willst überhaupt, falls du den ersten Teil doch noch spielen willst. Weil das ist so der große Spoiler des Spiels. Sollte ich vielleicht doch nicht verraten. Huch. Okay, dann sage ich nichts. Und man wird es früher oder später eh mitkriegen, irgendwie, aber was genau da war und wie es passiert, dann sage ich doch nichts. Fand's aber ziemlich cool, das kann ich schon mal sagen. Genau, auf jeden Fall, ich würde gerne den Klerikern beitreten, aber die sind keine Option für zu Anfang, das haben sie auch schon gesagt, die sind irgendwie gerade unterbesetzt und haben nicht die Ressourcen, mir eine Grundausbildung zu geben. Und deswegen, die haben gemeint, ich soll mich den Alps anschließen zu Anfang und danach könnte ich zu denen. Und ich glaube, das mache ich auch. War ja auch mal Alp. Die Berserker finde ich eigentlich nett, aber im neuen Four hat Crazy Red, was auch ein Typ vom ersten Teil ist, das Sagen. Und den finde ich, ja, sind halt doch zu sehr Outlaws als Berserker. Ich glaube, hier oben sollte ich nicht hin. Okay, hier ist die Karte vorbei. Schade. Das ist aber schade. Aber immerhin eine wirklich gute Aussicht von hier oben. Da hinten beim großen Leuchtturm waren wir schon. Kann ich nicht anvisieren gerade. Was ist das denn? 7 Stärke, kriegen wir das hin, bestimmt. Ist ja besser als meine Waffe. Das kriegen wir nicht hin. 86 Stärke. Mal gucken, ob sich 2 Handwaffen lohnen. Mein Schild benutze ich eh nicht. So kann ich auch hier sehen. Da, an dem Turm waren wir schon. Zwei Schäden da hinten. Und der großen Stadt, die haben wir schon zur Hälfte erkundet. Ist das da vorne das Vor? Ja, das ist das große Vor der Berserker. Diese... Von da bis da. Das ist wirklich gar nicht so klein. Also, diese Wand hier. Genau, da ist der Leuchtturm und hier ist die Stadt. Das da vorne ist ein Konverter aus der alten Welt. Also aus dem ersten Teil. Der irgendwie umgeknickt ist und umgefallen und auch nicht mehr begehbar. Leider, da wäre ich gern reingelaufen. Und das sind, glaube ich, die 3 Kuppeln. Diese hier. Die 2 großen. Schon eine coole Map, muss ich sagen. Einiges drauf.
Okay. Wow, die ist wirklich sehr langsam, die Waffen. Sehr, sehr langsam. Hey, bist ein Teufel, komm her. Boom. Gut. Wen haben wir denn hier? Aran. Hey, Kollege, na, was geht? Hey, du! Warte doch mal kurz. Was willst du? Du bist seit Tagen der erste Mensch, der hier vorbeikommt. Und klau dir dein Toilettenpapier. Ich brauche deine Hilfe. Wer bist du überhaupt? Tut mir leid. Wo sind bloß meine Manieren geblieben? Ich bin Aran. Der Erfinder der genialsten und einzigartigsten Monsterfallen in ganz Tavar. Okay. Du musst nicht mehr selber auf die Jagd gehen. Diese Fallen nehmen dir die ganze Arbeit ab. Und wobei brauchst du jetzt meine Hilfe? Naja. Ja. Ja, ich höre. Die Fallen funktionieren leider nicht so, wie sie sollten. Ah, und da komme vermutlich ich ins Spiel. Als ich die Fallen im Vor getestet habe, hat alles funktioniert. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht klappt. Und ich soll dir jetzt helfen, die zu reparieren. Ich würde dich eher darum bitten, die Monster zu töten, die sich um die Fallen versammelt haben. Wenn ich ohne Beute nach Hause komme, lachen mich meine Jungs aus. Ja, zu Recht, zu Recht. Vielleicht. Warum solltest du ausgelacht werden? Nun. Na los, jetzt erzähl schon. Ja, ist ja gut. In den letzten Wochen habe ich intensiv an meiner Erfindung gearbeitet. Zum Testen habe ich sogar Kinder genommen. Oh, okay. Die, die perfekte Größe. Da alles einwandfrei funktionierte, habe ich mit meinen Jungs eine Wette abgeschlossen. Wenn ich es schaffe, mit der Vorrichtung Monster zu fangen, muss ich die nächsten Wochen keine Nachtschicht schieben. Ach, so ist das also. Mhm. Wieso bringst du die Monster nicht mit deiner Waffe um? Weil ich keine mitgenommen habe. Oh, okay. Oh, selten dämlich. Pass mal auf, meine Erfindung ist der Durchbruch für alle Jäger. Und wenn sie erst einmal richtig funktioniert, muss sich keiner mehr die Hände schmutzig machen. Kisten aufstellen, Köder auslegen, Geduld haben. Und dann die Biester in die Falle laufen lassen. Bäm! Schon ist die Arbeit erledigt. Falle zu, Affe tot. Und was lässt du für mich springen, wenn ich dir helfe? Viel habe ich nicht, was ich dir geben kann. Ein paar Splitter werde ich für dich aber zusammenkratzen können. Wo hast du deine Fallen aufgestellt? Du musst einfach südlich den Hügel runter. Folge dem Weg. Dann läufst du direkt drauf zu. Okay. Ich kümmere mich um deine Viecher. Dein Ernst? Danke, Mann. Natürlich, Nachbarschaftshilfe. Gar kein Problem. Du hast mir auch freundlicherweise dein Toilettenpapier gegeben. Das brauche ich nun wirklich. Nur für den Fall, dass der mich eh nicht zahlen kann, dann habe ich schon mal ein bisschen was. La 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 la. Oh, eine Truhe. Ja, was soll's. Er kriegt bestimmt nichts mit.
Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nope. Zu einfach. Zu einfach. Gut. Dann können wir jetzt gehen. Okay, wo bin ich hier? Intervall, die Waffe des Künstlers, defekte Falle. Das sind deine tollen Ver- Wow! Jetzt. Willst du denn hin? Kann ich nicht aus der Luft benutzen? Was ist das denn für ein Quatsch? Oh, verloren. Hey, was machst du denn hier? Also bisher muss ich aber sagen, finde ich mein Schwert doch deutlich angenehmer. Das ist jetzt eine große, super tolle Erfindung. Diese blöden Fallen hier, was? Was für Tiere willst du denn fangen? Ratten? Die sind dann ja echt nur gefangen, die können ja sofort wieder ausbrechen. Das sollte man dem eigentlich nicht belohnen, was er hier gemacht hat. Ist die Aufgabe schon abgeschlossen oder muss ich da nochmal zurück? Okay, die ist fertig, aber ich würde gerne nochmal zurück. Irgendwer muss dir mir sagen, dass das keine gute Idee ist, was du da tust. Die Monster, die sich an deinen Fallen aufgehalten haben, sind erledigt. Sowas höre ich doch gerne. Hier, deine Belohnung. Sieh zu, dass deine tolle Erfindung bald funktioniert. Sonst muss ich dir womöglich nochmal den Hintern retten. Es müssen nur noch ein paar Einstellungen überarbeitet werden. Der Durchbruch steht kurz bevor. Du wirst schon sehen. Ich werde die Fehler umgehend beheben. Ich bin gespannt, wie das Ding am Ende aussehen wird. Vermutlich ein ganz High-End-Gerät. Ich sehe schon kommen. Ungewöhnliche geologische Formation erkannt. Und was willst du mir damit sagen? Kein Grund angegeben. Wolltest du mir nur diese Steine sagen? Positiv. Na schön, danke, Crony. Das ist ja fast menschlich von dir. Brup, 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 brup. Okay, ja, genau da langlaufen. Vielen, vielen Dank. Das lief ja wie am Schnürchen. Wohl einer lebt noch. Hey.
Nochmal, das lief ja wie am Schnürchen. Ach, ich rüste ich halt nochmal eine Armbrust aus. Dafür müsste ich noch ein paar Bolzen haben. Die kann ich sogar benutzen. Okay. 72 Geschicklichkeit, um die kann ich auch mal reinballern. Gut. F. Du bist tot. Dich habe ich schon gelootet. Was haben wir denn hier? Meiner Pflanze. Da wäre auch noch einer gewesen. Und ran damit. Weißt du, wer hier halt pennt, hat es halt auch nicht verdient. Das geht ja so nun auch nicht. Die anderen arbeiten hier und du liegst ja einfach nur faul rum. Ich bin nicht gut genug. Ach komm schon. Hallo. Ein Schild. Na schön. Und noch ein Bandit. Ich habe schon. Natürlich, natürlich. Ach stimmt, ich habe ja vorhin erfahren, dass es... Sechster Sinn? Ah, so einer ist das. Okay. Resistenz Frost, was war das? Maximale Ausdauer. Egal. Oh, Konstitution. Lernpunkt, Attributspunkt und Erfahrung. Die kleinen Edix-Tränke habe ich bisher nicht genommen, weil ich immer dachte, man kann die zum mittleren Edix-Tränken machen, so wie damals. Ich habe bisher noch keinen Weg gefunden, das zu tun. Also es gab damals ein eigenes Rezept dafür, aber ich habe da noch nichts gefunden in die Richtung. Bitte? Du bist wieder hier, okay. Okay, wo bin ich hier eigentlich? Ach hier, natürlich. Na komm, gehen wir doch mal hier hoch. Ja, du Nachtschattengewächs. Lalalalalala. Welchen Felsen wollte er mir eigentlich genau zeigen? Hier gibt es ja tausend von diesen. Felsformation. Oh, war ich hier schon drin? Das sieht so leer aus.
Autsch. Mich beschleicht das Gefühl, dass ich bereits hier war. Gar nichts mehr. Ja, der Bogen ist leer, ich weiß. Das war nicht gerade elegant. Hey. Okay. Und gehen wir halt wieder. Oh, was sehe ich da vorne? Ah, ich glaube, hier haben wir doch den einen, den Marvin mal rausgeholt, ganz zu Anfang. Die Gehilfe von Tila. Tal. Nee. Dem Doc auf jeden Fall. Im Hort. Ich weiß, dass ich hier war und hab's übersehen anscheinend. Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Aufkommen von Unrat erkannt. Dann kümmern wir uns darum mal. Aber erstmal hierzu. Hallo. Autsch. Ich hab doch ausgewichen. Hey, treff doch. Analyse. Konvertereffektivität 0%. Überwachungseinheiten 0%. Elex-Reinigungseinheit 0%. Kühleinheiten 0%. Analyse abgeschlossen. Empfehlung: Ein Neustart der gesamten Anlage ist erforderlich. Du willst den Konverter neu starten? Positiv. Ohne Neustart kann nicht evaluiert werden, welche Reparaturen erforderlich sind, um die Anlage wieder in Betrieb nehmen zu können. Ich halte das für keine gute Idee. Wir sollten froh sein, dass diese Dinger nicht mehr funktionieren. Armer Crony, ich weiß, du willst bloß das Beste für uns. Konverter wurden dafür benutzt, alle möglichen das Elex zu entziehen, auch den Menschen und Tieren. Und das ist nicht ganz so gesund.
Kurz warten, ich bin, komm gleich zu dir. So, jetzt. Hohes Maß an Unrat entdeckt. Ich hoffe, das sollte jetzt weniger geworden sein. Was sehe ich denn da? Versuch das nochmal. Komm! Mit ein bisschen Geduld geht das Parieren auch ganz gut. Muss man nur gut timen. Zyklop? Stirb endlich. Komm, trink. Hab ich keinen Trank mehr? Anscheinend. Hey du, ich versuch's mal. Au! Wow! Dich finde ich aber nicht nett. Autsch. Komm, Crony, lenk dir mal ab. Ja, das könnte was werden. Autsch. Johnny, lenk dir nochmal ab, dann kann ich den finalen Schlag setzen. ...600 XP, nicht schlecht. Da fällt der Koloss. Herz eines Zyklopen erhalten. Nice. Der erste Zyklop, den wir erlegt haben. Ich wusste ja, dass hier ein paar Feinde sind am Konverter, aber sowas Großes hätte ich nicht gedacht. Ja, ich glaube, das dürfte es jetzt auch gewesen sein. Hattest du nicht gesagt, du hast noch... Okay. Gut, gehen wir der Sache mit den Chips nach. Aufbruch in 3, 2, 1. Boom. Okay, kein Boom. Orte mehrere Einheiten direkt vor uns.
Dann machen wir schnell, bevor sie wieder verschwinden. Ich bin direkt hinter dir, Commander. Oh Mann. Das sind. Ja was. Huch! Da habe ich ja nur gestriffen. Du bist mein Kollege. Orange und Rot ist schwer zu unterscheiden. Was? Das ist ja alles voll. Ist so gut wie erledigt. Habt ihr keinen Sprengstoff hier? Nö, dann halt auf die altmodische Tour. Sturmwaren! Halt doch mal deinen Schnabel endlich! Vielleicht sollten wir mit ihnen in Verhandlung treten, anstatt sie zu bekämpfen. Wie bitte was? Jetzt fangen schon die Maschinen an, moralische Fragen aufzuwerfen. Mit Terroristen verhandle ich nicht! Mit Banditen meine ich. Es macht einfach viel zu viel Spaß, die niederzumähen. Oh, ein Kartenstück. Schon länger keins mehr gefunden. Sonst nix. Bisschen Schrott, bisschen mehr Schrott und Wasser. Und einige Plünderer. Und den Sturmwaren natürlich. Weißt du, wenn die Jungs verhandeln wollten, dann würden sie uns nicht angreifen, sobald sie uns sehen. Ja. Logischer Ansatz. Da kann ich ja nun wirklich auch nichts dafür, dass die das tun. Was gibt's Besseres, Spaß an seinem Job zu haben? Komm ich da rein? Okay, da ist nix. Achso. Nope. Okay, ja. Ah, okay. Nein, komm. Da gibt es ja eine fette Tür. Die habe ich irgendwie übersehen. Hallo, Tresor. 2 und 5 und 7 sind nicht benutzbar. Schon mal gut. Größer, größer, kleiner. Okay. Noch nichts. Geht doch. Geht doch. Genau so. Eine Kaffeebohne erhalten. Nice. Okay, da war der Eingang. Gut, das konnte man. Jetzt, wo ich sehe, kann ich es nicht mehr übersehen. Okay, die Feinde waren aber hier lang. Bin ich komplett in die falsche Richtung gelaufen. Was sind wir hier eigentlich? Ach so, hier, ganz unten. Okay. Kein Wunder, dass hier Outlaws sind und Banditen.
Weil genau da ist die Outlaw-Stadt. Leben. Komm, schlag mich. Nein, nicht schießen. Die kann ich nicht abwehren. Gut. Tot bist du so oder so. Oh, da liegt noch eine Waffe. Goldener Teller, einfach so mittendrin. Warum nicht? Ich habe ja gar keinen mehr. Was ist das? Roboterspinne? Was? Keine Munition. Wurden nicht nur Kontrollknotenchips verteilt. Sie haben auch hier wieder Rechenelemente der Maschinen entwendet. Dann hast du vielleicht recht und sie brauchen wirklich mehr Rechenpower für eine ihrer Forschungen oder zumindest die Ressourcen dafür. Möglich. Jedoch basieren ihre Systeme nach meiner Analyse der letzten Tage auf weitaus komplexeren Bausteinen. Dann gibt es für mich nur eine Lösung für dieses Rätsel. Die Skyans sammeln den alten Elektroschrott, weil sie verhindern wollen, dass wir Menschen ihn reaktivieren und ihn gegen sie einsetzen könnten. Analysiere. Möglich. Die strategischen Positionen ihrer Aktivitäten würden diese neue These untermauern. Ja. Schon. Gut, aber was können wir tun, um die Situation zu verbessern? Analyse noch nicht abgeschlossen. Neuronale Netzwerke sind Hauptbestandteil der Skyan-Technologie. Das ist sehr effizient. Natürlich. Okay, Sie benutzen also lebendes Gewebe für Ihre Informationsverarbeitung? Teilweise. Einige davon sind auch künstlich. Das schließt jedoch in jedem Fall unsere erste These definitiv aus. Interessant. Bin schon gespannt, was du beim nächsten Mal herausfindest. Natürliches künstliches Gewebe. Ich werde dich informieren, sobald ich eine neue Ortung habe. Alles klar. Umgebungsanalyse. Ja.
ist nur eine alte Ruine. Mach dir nicht immer so viele Sorgen, Kleiner. Analyseergebnis. Strukturen mit vielen Winkeln gefunden. Analyse hat eine 78-prozentige Fehlerwahrscheinlichkeit. Empfehlung, Gefahrenstufe anheben, um eventuellen Hinterhalten vorzubeugen. Waffen kampfbereit. Was habe ich gerade gesagt? Die Roboterspinne finde ich cool. Sehe ich zum ersten Mal hier. Hat nicht so viel ausgehalten, aber auf der anderen Seite wurde sie von allen hier angegriffen. Da liegt noch was. So. Noch nicht so. Gleich so. Das muss noch mit. Ach komm schon. Ist das ein Alp? Jo. Hier liegt überall was rum. Und da oben neue Feinde. Natürlich. Okay. Wollte ich gerade sagen, ich mache hier Schluss, aber dann muss das nach dem Kampf sein. Wo kommen die jetzt alle her? Was? Du bist eine Wache? Von was? Du bist doch ein Berserker. Ich will dich gar nicht vernichten. Warum speichere ich gerade? Habe ich dir angegriffen? Nein, ich... schon im Kampf mit den... Okay, da funktioniert's. Ach, ich hab bloß die Falschen nicht angreifen, so ein Mist. War schon zu spät? Nein? Du bist ja doch nicht so blöd. Glück gehabt. Okay. Sorry, dass ich dir auf den Kopf gehauen habe und du Leben verloren hast. Eifer des Gefechts und so. Gut. So. Jetzt dazu. Dann mache ich mal Schluss und sag ciao Kakao. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat unterhalten.